Ich bin Daniel vom Archiv der Jugendkulturen. Wir haben heute hier bei uns in unseren neuen Räumlichkeiten, in unserer neuen Bibliothek, Wolfgang Müller zu Gast. Künstler, Musiker und Schriftsteller, Autor und bekannt unter anderem von dem Buch Subkultur West-Berlin, was hier steht, und von der Band Die tödliche Doris und auch vielen weiteren Sachen. Wolfgang hat einige Sachen aus unserer Sammlung rausgesucht, aus der Bibliothek, aber auch aus dem Archivbereich, und wird anhand derer Geschichten aus der Berliner und auch der weltweiten Subkultur erzählen. Und da wir ja gerade auch Queer History Month haben, ist der Fokus auch so ein bisschen auch auf queere subkulturelle Geschichten. Und genau, ich übergebe auch so gleich sofort an Wolfgang. Wir fangen an mit dieser Spiegelausgabe hier. Ja, der Daniel, was ja hier sehr auffällt, ist das Cover, also diese Pink Crazy Colors, weil gestern habe ich so eine Brille bekommen. Das ist ja so eine Art Crazy Colors oder Shocking Farbe, so geschmacklose Farbe und Signalfarbe. Und das Cover von den Sex Pistols ist ja auch mit diesen grellen Farben, mit so einem schrillen Gelb. Ne? Und dann gleichzeitig, was auch interessant ist, das Sex Pistols Covers hat Schrifttypen, also wie ausgeschnitten aus einem Erpresserbrief. Das Interessante ist halt, da wird quasi die Identität verschleiert. Also der Erpresser versucht ja, unsichtbar zu werden. Ja. Und gleichzeitig ist das, was man heute als Punkstil kennt. Wenn man also, wenn jemand so einzelne Buchstaben ausschneidet, also wenn der Spiegel noch moderner gewesen wäre, hätte er verschiedene Schrifttypen benutzt. Hätte er Punk in rein vier verschiedenen Fonts benutzt. Aber auf jeden Fall sieht man so hier so ein bisschen mit schwarzen Lippen, ne, so ein bisschen Grufti-mäßig eine Ahnung von und Gruftitum. Ne, dann hat man auf dem Cover ist die Sängerin Jane County, später Wayne County, eine Trans-Sängerin, die in Amerika lebt, die auch dann Anfang der 80er in West-Berlin lebte, ein paar Jahre. Und ja, sozusagen alles vom Spiegel zusammengebracht, was damals so den Bürger erschreckte. Ne? Also so Geschmacklosigkeit, schreckliche Farben, Trans, Leute mit schwarzen Lippenstift. Ja. Also alles, was so erschreckend ist. Ich finde das auch sehr interessant, dass Slums als Stichwort draufsteht. Absolut. Also weil Kultur aus den Slums, brutal und hässlich, das ist natürlich total gaga. Das sind ja, ich meine, in allen Ländern war das unterschiedlich, wo Punk irgendwie rezipiert wurde und von welchen Leuten oder so. Aber ja. Ich meine, aus den Slums, also ich finde nicht, dass in Berlin Slums existiert haben oder in Deutschland überhaupt. Also hier mal zu sicher die Maske auch wieder auf. Genau. Aber wie bist du denn mit Punk in Kontakt gekommen? War das über auch so die Mainstream-Medien, wie so diese Spiegelausgabe? Oder? Ja, ich muss ja zugeben, es war so, ich habe Tonstein Scherben auch gehört und fand Ken ganz toll, hat alle Platten von Ken, die es damals gab. Und das war so meine Musik, so bestimmte Sachen. Also nicht alle Arten von Krautrock. Manche fand ich dann auch zu klimperig und hippiesk. Also ich fand schon die Glamrock Variante schon immer ansprechender. Also ich fand dann lieber Alice Cooper oder T-Rex toller. Ne? Und mein Bruder hat das, mein 5 Jahre jüngerer Bruder, der Max, der hat das ein bisschen früher mitgekriegt. Ich war so ein bisschen erst noch abwehrend, ach, das ist wieder so Medien und Trend und so. Aber ich meine, selbst die Medien, die so einen Trend machen, die beflügeln ja etwas, was dann wirklich da ist. Ne? Also wenn wir 10 Jahre lang ständig irgendwie nach dem 11. September hören, Gefahr, Islam und so, das setzt sich in den Köpfen dann irgendwann fest. Ne? Also Trends werden auch medial gemacht, ja, klar. Ob sie der Realität entsprechen oder nicht, spielt gar keine Rolle. Und auch eben solche Trends in der kulturellen Szene, die werden dann befördert, die werden dann größer und Leute nehmen das auf in verschiedenen Orten, spielen selber damit weiter und das passiert auch, wenn irgendwo so ein Leerraum, Freiraum ist, wo die Leute auch Lust damit haben, selber was zu machen. Weil Punk ist ja quasi, wenn das in West-Berlin entstanden ist, auch in Ost-Berlin entstanden. Ne? Fast gleichzeitig ja. Eigentlich. Ja. Genau. Berlin. Du bist 1979 nach Berlin gekommen. Genau. Und vielleicht erzählst du ein bisschen was dazu. Wir haben ja auch ein frühes Berliner Punk-Fanzines, das Y. Ich muss es immer ablesen, weil ich mir die Buchstabenreihenfolge nie merken kann. Das YKLRMPFNST. Das hier. Da haben wir mehrere Ausgaben hiervon.
Vielleicht erzählst du was dazu und auch zu der Zeit damals. Naja, also ich habe ja irgendwo gerade so einen Schulabschluss gerade gekriegt, irgendwie vom Gymnasium geflogen und mit dem Zeugnis hätte ich mich nirgendwo bewerben können. Also ich gehörte sozusagen, und dann gab es andere Leute, die wollten nicht zur Bundeswehr gehen. Es gab eine Menge Leute, die in das System nicht richtig reinpassten. Und West-Berlin war eigentlich so ein bisschen so ein Sammelbecken dafür, weil hier kriegtest du Wohnungen, wenn auch sehr schwer und wenn auch sehr schrottig und wenn auch mit Außentoilette, Treppe aufwärts. Und das war für mich war West-Berlin die Chance, meine künstlerischen Konzepte irgendwie zu realisieren, ohne jetzt Verbindung zu haben. Weil ich meine, es ist ein riesen Unterschied, wenn Leute, Kinder von wohlhabenden Eltern, die schon über eine Vernetzung verfügen, oder deren Vater eh schon diesen Beruf und den Beruf hat, das ist ganz anders. Das ist viel leichter, auch in der Kunst. Wenn du aber keine Vernetzung, Beziehung hast in diese Szene, dann kannst du eigentlich nur, also mir hat es Spaß gemacht, ein System aufzubauen mit der typischen Doris. Also ein Konzept, ich habe mich beworben in einer Hochschule der Künste, bin dann angenommen worden, also nachdem ich mich mal vergebens in Braunschweig beworben hatte. Und das war für mich eigentlich paar Jahre Freiheit, auch ökonomischer Druck, dass der nicht da ist, dass ich BAföG kriege. Deswegen finde ich auch BAföG ganz wichtig und finde da so Leute wie Jonathan Weser, wenn die sagen, Studenten sind Hämorrhoiden am Arsch des Staates, komisch, weil er nun ein reicher Sohn aus einer Diplomatenfamilie ist. Da kann man sowas leicht sagen. Aber für mich sage ich jetzt mal, ohne dass da eine Träne rinnt, als Arbeiterkind, mit einem Vater, der am Fließband arbeitet, da kann ich nicht, da sage ich für mich danke. Ja, auf jeden Fall. Danke für BAföG. Ja. Gute staatliche Idee, dass auch Kinder jetzt, die nicht gleich so begütert kommen, erstmal eine Möglichkeit haben, Luft zu haben und was zu entwickeln. Also die tödliche Dosis gäbe es ohne BAföG gar nicht wahrscheinlich. Es gäbe ganz vieles, glaube ich, nicht ohne solche Fördermöglichkeiten. Richtig. Und auch gerade auch Berlin als eben so ein Sammelbecken. Absolut. Da steckt ja ganz viel Subvention drin, ganz viel staatliche Förderung, um überhaupt diese kleine Insel da am Leben zu halten. Ja. Und auch so ein weiterer Punkt ist ja auch zum Beispiel das Aussetzen der Wehrpflicht in West-Berlin der damaligen Zeit, was ja auch dazu beigetragen hat, dass viele Leute nach Berlin gekommen sind. Ja. Und das waren wahrscheinlich auch für wahnsinnig viele Menschen überhaupt die Voraussetzung, dass so viel entstehen konnte. Absolut. Und dann gibt es natürlich auch so einen Punkt, wo ich sage, es gibt auch so ein Bild, auch so ein mediales, auch über Romane und über Filme von West-Berlin, als da hingen alle rum und taten nichts. Also so der Lehmann oder auch der Röhler-Film. Ne? Jetzt kommt Röhler kommt auch aus einer gut situierten, direkt vom Starnberger See. Also er kommt auch nicht aus den Slums und aus der Unterschicht. Ja. Ja, und sein Film Im Risiko, der Punkkneipe, fängt an, dass da lauter Männer sitzen und eine Frau. In Wirklichkeit war es ein Lesbenclub, der sich öffnet. Das heißt, es waren lauter Lesben, also um diese queere Geschichte zu erzählen. Ja. Und eben auch Leute wie Jörg Buttgereit. Also man musste da auch nicht schwul oder lesbisch sein, um da seine Filme zu zeigen. Sondern ich würde sagen, ich habe da auch noch mal gesagt, Jörg Buttgereit, der ist für mich super queer. Weil er einfach als Mann überhaupt nicht die Filme macht, die so aus so einem männlichen Denken, klassischen Stereotypen Denken entstehen, sondern der dreht die Sachen ja total um. Bei ihm sind Frauen die Mörderinnen, die irgendwie nekrophile Lüste haben und Männer umbringen. Ja. Also das ist nicht, der reproduziert nicht irgendwelche Frauen-Klischees und Männer-Klischees. Und dadurch ist das sehr queer. Ne? Ja. Und das Risiko war am Anfang diese Punk-Kneipe auch so ein Ort, der diese Offenheit hatte. Und wenn dann jemand kommt aus München, Starnberger See, ne, aus dem Internat und so, der hat natürlich eine ganz andere Perspektive. Ich sage nicht, dass die falsch ist, das ist halt die Perspektive. Die Leute, die ich dann kenne, waren eigentlich alle extrem fleißig. Das ist der Witz. Also Gudrun Gut, Frieda Butzmann, ich haben die Chance, dass wir nicht arbeiten so viel mussten, um Miete zu bezahlen, total nutzen können, um Texte zu schreiben, um Sachen auf die Beine, Veranstaltungen zu machen. Aber jetzt nicht so als Arbeit in so einem, ne, also in so einem gequälten Malora-Mist, sondern als so selbstbestimmte Ideen realisieren. Also, denk mal, das ist ganz, bei dieser Geschichte, die passt so nicht. Die andere ist halt so schöner zu erzählen. Ne? Man kommt in so einen kleinen Schlaraffenland, wo man nur so rumhängt und die Zeit vergeht. Ne? Ja. Solche Leute gab es natürlich auch, klar. Aber die gibt es überall. Aber von wegen. Das, also die Queerness, welche Rolle hat denn Queerness eigentlich in dieser Szene gespielt?
Naja, man muss dazu sagen, dass also das andere Ufer, das Café, wo ich da einen Job kriegte, war auch, das war die erste Schwulenkneipe oder Schwulen-Lesbenkneipe überhaupt in Europa, die offenes Fenster hatte. Das heißt, alle anderen, ich glaube, es weiß nicht, ob es da 30, 40, 50 Kneipen gab in West-Berlin, also Schwulenkneipen, die hatten überall eine Klingel und jemand guckte vorsichtig raus, wer da steht, ob man den rein, also das war ja total verängstigte, repressive Atmosphäre. Also der erste CSD in West-Berlin, das waren 400 Leute. Ne? Und mit dem anderen Ufer öffnete sich was. Und das war ja auch schon in anderen Zeiten so, dass wo dann so diese queere Szene sich traf, das war auch Bohemia-Szene. Also Blixer Bagel traf Gudrun Gut, lernte die kennen im anderen Ufer. Also das ist nicht so, dass das dann geschlossene Räume, aber in dem Moment, wo sich etwas öffnet, kommen auch andere Leute dazu, die gar nicht eigentlich unter diesen Kategorien einzusortieren wären. Das ist ja eine Konstruktion auch. Ja. Diese, ich meine, David Bowie wohnte direkt nebenan vom anderen Ufer. Das gibt es heute. Ja, genau. Das heißt neues Ufer. Ja, stimmt. Ja. Und das ist einfach, oder Keith Stingel war da öfters mit seiner Freundin auch, die knutschen dann irgendwie da rum und so. Also es war eine queere, prä-queere Bar, doch kein. Und das ist eigentlich die Qualität. Weil immer wenn sich Sachen so identitär formieren, sind sie ja auch oft langweilig. Ne? Also finde ich, also dann konstruieren die Leute halt so Identifikationsmodelle. Ne? Dann sehen halt alle schon aus, haben so eine dicke Knollnase bei Ralf König. Und dann denken Leute auch so. Also wobei ja, glaube ich, die Heteros haben ja auch solche Knollennasen. Ja, die haben alle so eine Nase, aber das stimmt, das hast du recht. Aber was wichtig ist, mit den Geschichten schafft er ja so ein Bild. Ich glaube, die meisten, die das kaufen, sind gar nicht schwul. Die meisten, die es kaufen, sind eben nicht schwul. Ne? Das heißt, er schafft ja irgendwie so einen Blick in so einen Kosmos. Also der dann für die Leute so, ach, ist ja aufregend, Subkultur und so weiter. Ob das immer so stimmt oder so, ist die große Frage. Ne? Also ich wurde gefragt zum Beispiel, weil in dem Lebe der Punk, wo den Hippies den Film, schrecklicher Film, da wurde ja dann irgendwie, war dann irgendwie ein Schwuler im Risiko, der dann noch Neonazi und auf SM stand. Und ich fand das so ein bisschen dick, die Klischees gebündelt. Ich kann mir das eher so, es sind ja wirklich keine Kontraste, das sind ja eigentlich alles so Stereotypen, die irgendwie so erstmal passen. Und dann habe ich in einer Sendung erzählt, als die Redakteurin meinte, ja, das sind doch tolle Stereotype, so zusammen, so übertrieben, hyperaffirmativ oder so, habe ich gesagt, naja, also als ich das erste Mal im Leben in so einer Lederbar reingekommen bin, 1980, oder so Hardcore-Pornos liefen irgendwo auf dem Bildschirm, kam der Kellner rein und sagte nach 5 Minuten, das ist ja aber keine Warte, sah also ganz zickig. Und das fand ich eigentlich eher lustig. Du bist zu gucken, so, auf welche Leute so Hardcore-Pornos wurden. Denkst du, und so. Und gleichzeitig der Kellner sagt, das ist aber hier keine Wartesaal. Also statt zu sagen, was möchten Sie trinken, ne? Also zickt dann total rum. Und diese Kontraste finde ich spannend. Also das ist eher so ein SM-Typ, der dann irgendwie Häschen streichelt und, ne? Und dann irgendwie ein ganz lieber Typ ist oder irgendwie so. Also weil die Klischees immer irgendwo nicht hinhauen. Also, klar, aber da sind ja trotzdem, also sie hauen, naja, sie sind, ich glaube schon, dass sie zum Teil auch identitätsstiftend sein können für eine Szene, also dass sich Leute eben auch an solchen Klischees orientieren, wenn sie überhaupt. Ja, aber wie soll man denn Alice Weidel heute von der AfD bezeichnen? Oh, ja. Ist das eine Regenbogenfamilienmutti? Ja. Ist sie doch eigentlich. Hat eine schwarze Freundin seit ihrer Steuern in der Schweiz. Ja. Also eigentlich müsste so eine Grüne sein. Ne? Ja, das ist eine ganz absurde Geschichte. Ja, aber das ist ja gar nichts Neues. Das war ja auch in anderen Zeiten so, ne? Ich dachte vielleicht auch so an Vorbildfunktionen in mancherlei Hinsicht. Kann das ja auch manchmal positiv umgedreht sein. Ich weiß nicht. Ich finde, jetzt nicht im Fall von Alice Weidel. Nee, aber ich bin eigentlich gegen Vorbilder. Also ich finde so Leute ganz gut, die keine Lust auf sowas haben. Ich meine, die gelten auch dann mal in diesen Szenen als Verräter. Also so Leute wie Lagerfeld oder Truman Capote, ne? Also die ihr Schwulsein gar nicht versteckt haben, aber die haben sich halt nicht auf die Regenbogenflagge gelegt und zu den Charities gekommen in der Form. Der hat sehr viele soziale Sachen gemacht, auch gerade Lagerfeld zum Beispiel. Aber solche Leute gelten dann oft auch so ein bisschen als Verräter in diesen Kreisen, weil die dann nicht eindeutig genug sich bei denen
kollektiven Sachen äußern. Ja. Den nicht eindeutig genug, ne, also ästhetisch auch. Es gibt ja immer so einen Druck, dann ästhetisch das dann auch nachzuvollziehen. Ja. Und wer dann die Regenbogenfahne nicht so schick findet und sich dann nicht irgendwie auf das Laken setzt, der hat es dann nicht so leicht. Mhm. Ja, stimmt, solche Dogmen, die da drin haben. Ich habe das, also ich weiß, 1979, wir haben im Schulzentrum geprobt, natürlich los. Mhm. Und da, es war Silvesternacht, dann kamen immer so, da wanderten so Leute durch die Kneipen und so, und da kam eine ganze Gruppe Punks rein. Und dann sprang einer auf den Tisch und sagte, das ist ja unser Raum, den haben wir für uns erkämpft und so weiter. Ich habe gedacht, so, ich kannte jeden zweiten Punk, da waren auch viele schwule Punks dabei. Da habe ich gemerkt, oh, da verstehen Leute schon gar nicht mehr, dass wenn man sich Löcher in die Haare fräst und sich irgendwie Rasierklingen ranhängt, dass man trotzdem schwul sein kann. Das heißt also, diese kollektiven Bilder sind manchmal so stark, dass die Leute dann selber gar nicht mehr kapieren, wer was sein könnte oder wo jemand dazugehört. Ne? Und ich meine, für mich war das so, ich war ja oft in den Chaos und in diesem Risiko, diesen Punk-Kneipen. Ja. Und da habe ich einfach diese dann doch vergleichsweise relative unideologische Offenheit der Leute geschätzt. Also, dass das eigentlich gar nicht so von Interesse war, wer was ist eigentlich. Mhm. Aber es war auch waren auch keine Geheimnisse. Und ne, so, das fand ich interessant. Aber wo du genau wegen Punk und so weiter, nochmal eine Frage dazu, zu diesem Fanzine, das du ausgesucht hast. Mhm. Gibt's, welchen Hintergrund hast du, warum du das ausgesucht hast? Genau dieses hier? Ja, das fand ich eins der tollsten. Ich meine, der macht auch heute, glaube ich, Werbedesign, der Reise, ne? Der das damals designt hat. Das ist eine tolle Idee. Man tippt irgendwelche Buchstaben auf eine Schreibmaschine blind und dann kommt halt der Titel raus, der unaussprechlich ist. Also dieses Stück, sag mal, dass man mal überlegt, was man überhaupt sagen will und nicht immer nur, was kommt gut an, was wird verstanden, was kann man aussprechen, sondern einfach sowas probiert. Ich meine, das gibt es natürlich auch im Dadaismus hat man das, also dieses Gedicht von Raoul Hausmann, Efteren Grüms oder so, von dem Schwitters angeblich seine Ursonate abgeleitet hat oder so. Das ist zum Beispiel ein Fehldruck aus dem tschechischen Fehldruck von 1920. Damit kam dann der Raoul Hausmann an, zeigte das dem Schwitters. Also ein falscher Druck, ein Fehldruck auf dem Plakat. Ja. Dasselbe findet man bei Marcel Duchamp auch wrong, wrong, also einmal ohne W und einmal dann mit wrong, wrong. Ja. Und der Fehler als Ausrutschen, wenn irgendwie so eine Normierung so eintritt, ist der Fehler sozusagen die Rettung auch erstmal. Nicht jeder Fehler ist dann gut, aber jeder Fehler ist auch durchaus das Potenzial irgendwie für neue Ideen, für neue Betrachtungsweisen. Genau, mit Fehlern, das ist zwar jetzt gar nicht eigentlich auf unserer Liste drauf, ach so, aber ja. Natürlich der Fehler in der Schreibweise von geniale Dilettanten, ja, stimmt. Ist ja eigentlich auch wahrscheinlich genau sowas, was du wiederum meinst. Genau. Und das sieht man ja gar nicht. Und das ist auch verkehrt rum, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wird es spiegelverkehrt, ich jetzt keine Ahnung. Vielleicht ist es auch nur für uns spiegelverkehrt. Hoffentlich nur für uns. Genau, da ist ja auch, kann ich auch Mutfak dran. Ja, ja, genau. Ja, 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 ja. Mutfak ist sozusagen der Name von dem Christoph Reise, ja. Chris Reise. Genau, und eigentlich hatten wir jetzt allerdings, um auf unserer Liste zu bleiben, als nächstes die Alu-LP Live im Risiko. Das Risiko hatten wir ja auch schon. Ja, die ist auch schön, die ist so eine selbstgemachte Platte. Also zum Beispiel, wenn so jetzt so jemand macht einen Punk-Film, ne? Also wie dieser schreckliche Film, von dem ich gerade vorhin redete. Der hat nichts entdeckt. Der nimmt Musik von Public Image Limited, This Is Not a Love Song, oder nimmt Passenger von Iggy Pop. Ich meine, das ist dann keine Entdeckung. Iggy Pops wahnsinnig schöner Song, Passenger, den hat Opel 10 Jahre vorher gemacht. Also was macht jemand einen Punkfilm und entdeckt Sachen, die die Werbung vor 10 Jahren schon entdeckt hat für sich, Opel-Werbung für ein Auto. Und da dachte ich, da habe ich dann so als Beispiel auch gedacht, da gibt es so tolle Lieder drauf. Ne? Also singt die Nadja irgendwie Scheiß DDR, also wirklich so eine Beschimpfungsorgie. Er zeigt mir seine Schusswunde und er kommt, also so eine Flucht sozusagen.
Und es ist so witzig, eine anarchische, ganz andere Form, die nichts mit Kalten Krieg und kalten Kriegerinnen zu tun hat, sondern wirklich eine ganz neue Ästhetik reinbringt. Ja, also wir fanden natürlich nicht das DDR-System toll, ne? Aber wir haben im West-System fanden wir auch nicht toll. Also diese ganzen kalten Krieger und diese korrupten Politiker, ganz viele. Ne? Also Bordellbesitzer Otto Schwanz, CDU, muss man sich mal vorstellen. Kann man googeln heute, kennt ja keiner mehr. Muss man sich mal vorstellen, Immobilienhai, ne? Namens Otto Schwanz und Bordellbesitzer und CDU-Mitglied in Wilmersdorf. Also so sah die feine Gesellschaft aus. Und du warst bei diesem Konzert auch dabei. Da war ich dabei, ja. Die Nadja, die hat da gesungen halt improvisiert. Das war alles improvisiert. Das war sehr offen. Ne? Und es gab für diese Art von Musik immer Publikum. Und da ich war mit Niki, haben wir die Gruppe, die Türliche Los, irgendwann auch gegründet, weil wir merkten, dass in Musik der größte Freiraum war. Nicht in der Malerei, nicht in der bildenden Kunst. Da waren viel mehr Reglements. Ne? Da war Galerienwesen guckt, wie viele Bilder malst du im Monat, können wir mit dir spekulieren, wo kannst du hinkommen, da hast du gar keine Chance gehabt mit 20. Ja. Und wenn du jung gewesen bist, konntest du auch als bildender Künstler, ich komme eigentlich aus der bildenden Kunst, konntest du viel mehr realisieren in der Musik. Das war viel, viel, da hast du ein Publikum gehabt, das sich die verrücktesten Sachen angehört hat, das gehört auch dazu, wenn das Publikum nicht da ist, nützt es auch nichts, wenn du da Musik machst und keine Reaktion kommt. Ne? Ja. Und das war eigentlich der offenste Ort eigentlich. Dadurch ist vieles an Ideen dann einfach in Klang. Und außerdem konntest du es gut transportieren. Die Leute haben das gehört. Also wir haben damals Post in den 80ern aus Polen bekommen, aus Ungarn, aus der DDR. Leute, die das irgendwie doch gehört haben, im Radio auch oder auch im DDR-Rundfunk lief die Tödliche Dos zuweilen. Wie eng war denn eigentlich die Verbindung zwischen der Punkszene und der Kunstszene, beziehungsweise wie groß waren die Überschneidungen in der damaligen Zeit? Na, ich würde sagen, groß. Es wird immer so ein bisschen so ein Bild aufgebaut, die bösen Punks da, die so Fuck You zeigen und dann da die Kunstszene und Schickeria. Stimmt nicht. Also in West-Berlin jedenfalls nicht. Ja. Da war das nicht so getrennt. Also in so Diskotheken wie Dschungel konntest du alle treffen. Da konntest du also wirklich so Superstars wie Brian Ferry und David Bowie standen neben Leuten, die von Sozialhilfe lebten. Also und es gab keinen Standesdünkel. Ja. Also die Kunst, also ich meine, es gibt ja auch die ganzen Geschichten mit Martin Kippenberger und so weiter, die hier eine Rolle gespielt haben in der damaligen Punk-Szene. Da wird aber so ein Plot aufgebaut, ist der Künstler gegen Punk. Ja. Aber die einfache Geschichte ist, dass der reingekommen ist ins Café Zentral und soll gerufen haben, irgendwie Nado Fotze. Ja? Und dann hat sie halt geantwortet entsprechend. Und ich finde, so ein sexistischer Ausruf so von jemand, der aus einem wohlhabenden Hintergrund kommt, auf eine Frau, die jetzt nicht so Gewalt erzeugt halt oft Gegengewalt. Also ich würde mit Ratten Jenny, die du jetzt gerade ja hast. genau. Also es gibt dann verschiedene Varianten auch noch. Da hat sie aus dem Esso geschubst und so weiter in ihr Stammlokal. Aber ich meine, die haben ja auch das spielerisch dann umgewandelt in so Kunst gegen Punk, Dialog mit der Jugend, dabei sind beide eigentlich ziemlich ähnlich alt gewesen. Ja. Und Rattenjenny ist immer noch Punk. So, also rennt mit so Frisuren rum, mit Irokesen und so. Aber der Konflikt, das ist so, der wird dann medial zugespitzt. In Wirklichkeit ist das so gewesen im Restaurant Exil, wo Oswald Wiener, weil so ganz gute österreichische Küche machte, da war sowohl irgendwie Josef Beuys, Aster, David Bowie unter Pseudonym. Ich konnte da auch hingehen, also die rief mich an, die Ingrid Wiener sagte, hast du nicht mal Lust, ich lade dich ein zum Essen und so. Also diese, ne, das ist zwar der Einfachhalber, baut man dann solche Kontraste auf zwischen Punks gegen die und die gegen die. Und es gab auch solche Sachen natürlich, Schlachten von Poppern gegen Punks am Hermannplatz. Das sind alles irgendwie lächerliche Sachen eigentlich. Ja, aber Kunst ist jetzt die Frage, wir haben jetzt zwei Sachen, wo wir angriffen könnten. Ja. Also zum einen der Dokumentarkatalog von 1987 oder halt Andy Warhols Interview. Wo möchtest du jetzt mal weitermachen? Ja, vielleicht bei einem Dokumentarkatalog, weil der ist ja noch nicht so aufregend. Kunstkataloge sind ja meistens zum Einschlafen. Die werden ja auch mal weggeschmissen. Also die kommen ins Bücherregal, kaum jemand guckt sich das an. Ich habe jetzt leider versäumt, dann Lesezeichen reinzulassen zu den Seiten, wo
eure Bilder zu sehen sind. Dann reden wir sowieso drüber, weil das bringt ja nichts. Aber ja, das sind einfach so bunte Bildchen. Ich weiß nicht, wenn ich mir diese Kunstkataloge später angucke, glaube kein Mensch. Ne? Das ist dann nicht Register mal geeignet als Nachschlagewerk, ne? Weil das Register fehlt und das war wahrscheinlich alles so Offenheit imaginieren. Also was wirklich offen ist, das waren die Leute vom Merve Verlag, weil die, wir hatten beim Machen des Buches entdeckt, dass da ein Druckfehler ist in dem Flyer. Ne? Und den Druckfehler zu übernehmen, aufs Cover bringen, das ist die eigentliche Tat. Also der Frieder Butzmann meinte kürzlich zu mir, kein Mensch würde den Begriff geniale Dilettanten heute mehr kennen, wenn es das Buch nicht gäbe. Mhm. Und das glaube ich auch, das wäre längst vergessen. Weil das war ja ein Festival, aber ne? Also das war ja keine Künstlergruppe. Ah, hier, du hast es gefunden. Ja, es ist glücklicherweise alphabetisch unten. Ah, allerdings also nach D sortiert, interessanterweise. Ah, ja, dann ist D, die tödliche Doris. D. Das ist ja schön, weil D, die, das heißt ja auch die auf Englisch. Ja. Die, tödliche Doris. Ja, ich hätte also erstmal bei T vermutet. Naja, ja. Und das ist eigentlich auch eine Sache, die ist durchgesetzt gegen die Katalogredaktion. Die wollten das gar nicht. Die wollten, ach, ihr seid doch eine Performance-Gruppe. Sie wollten eigentlich Performance-Fotos. Mhm. Es gibt nichts Langweiligeres wie Fotos, wo Leute irgendwas machen. Du siehst, das war eine Performance, weil das sagt überhaupt nichts. Ja. Und ich habe denen dann versucht zu erklären, gucken Sie mal, diese Bilder, das sind Filmbilder, 44 Stück insgesamt. Und die haben wir alle gemalt als große Gemälde, also von dem winzigen Super-8-Filmbildchen, als Gemälde, so abstrakter Szenentrenner. Und der Fotograf, der die fotografiert hat, der hat eine Performance gemacht. Der hat sich in unmöglichen Positionen verreckt und verrenkt, um die Sachen abzufotografieren. Also es ist ja nicht so wie im Kunstkatalog so schön fotografiert, sondern die Bewegung, die Performance, die ist unsichtbar. Die ist genau, die muss man sich vorstellen, von Bild zu Bild, weil das ist ein Bewegungsablauf. Also das Bild geht hier so auf, dieses Muster, und verschwindet dann im Schwarz. Letzte Bild. Und das haben die natürlich auch nicht begriffen, weil die wollten dann erstmal, die wollten halt Bilder von die Gruppe, die Band oder so. Also die Tödliche Doris war auch keine Band eigentlich. Ja. Das war ein Konzept, das sich erst in Gestalt einer Band zeigte, mit 2, 3, 4 wechselnden Personen, dann aber auch manchmal mit 40 bei der NDR-Videonacht. Und dann löste sie sich auf in einen Wein, in einen Weißwein, da hatte das Etikett die Tödliche Doris. Ja. Dann wurde an der italienischen Grenze durch den Zoll nicht gelassen, weil da gab es gerade Glykolskandale in der Zeit und die Grenzer sagten, das gibt es nicht in Bayern aus Italien. Das ist die tödliche Dosis. Ja, die tödliche Dosis heißt, das kommt ja nicht über die Grenze. Die hatten Angst um das Image. Und dann, jetzt ist die tödliche Dosis dann wieder als Vibratoren auferstanden, als Maschine. In Form 31 Vibratoren, das wird jetzt zu weit, ne, oder? Wenn ich das jetzt sehe. Leider schon. Ja, ja. Aber kannst du vielleicht noch mal ein bisschen das zu diesen Umständen sagen, wie ihr, ich einfach es jetzt mal grob, als schon irgendwie auch Punkband bei der Documenta gelandet seid? Naja, wir wurden ja schon zu Documenta 7 eingeladen, bloß da noch so, da waren damals die wilde Malerei, Malerei war halt ganz populär und die Leute luden uns ein und sagten, sagte ich, ja, was gibt es da noch Honorar und so. Ach so, naja, das müssten wir so selber bezahlen. Und dann war ich irgendwie ziemlich enttäuscht, weil einige Gruppen fuhren dann wirklich zur Documenta, zu einer Ausstellung mit einem Millionenetat auf eigene Kosten, nur weil sie dachten, da will ich wichtige Presseleute zu sehen und vor Publikum zu spielen, unbezahlt, ohne Hotelunterkunft. Ich habe gesagt, nee, im besetzten Haus sammeln die das Geld zusammen, wir kriegen da irgendwie 100 Mark zusammen. Und in der Documenta soll ich gratis spielen. Und dann habe ich abgesagt. Und habe ich gemerkt, das war ungelöst. Das hatten die überhaupt nicht auf dem Schirm. Das konnten sich gar nicht vorstellen, dass jemand die Chance sich entgehen lässt. Die Folge, 5 Jahre später, gab es wieder eine Documenta. Ich weiß nicht, ob sich das rumgesprochen hat, aber diesmal bekam ich dann ein Angebot, richtig viel Geld, über 10.000, richtig viel. Und Zimmer ist da für euch, wir haben eine ganze Etage gemietet, es gibt ein Honorar, also dieses Geld, Reisekosten und so weiter. Ihr seid auch im Katalog. Also alle Gruppen, die da gespielt haben in der Documenta 7, sind nicht im Katalog. Es gibt noch nicht mal ein Begleitprogramm, die existieren quasi nicht. Und hier in der Documenta 8 sind wir im Katalog mit genauso groß vertreten wie die ganz großen Namen. Also es geht nicht um die Verweigerung, dann nicht dabei zu sein, sondern es geht auf welchen Konditionen du das machst. Und das ist deine Entscheidung. Ich wusste ja nicht, dass ich 5 Jahre später eingeladen werde. Es geht, die Leute dachten halt oft,
man will da nicht in die Hochkultur, stimmt nicht. Ich habe dann gesagt, wir laden doch mal die Leute von dem Punk-Fans ein Bierfront ein, ja, zur Documenta. Die machen dann eine Documenta-Sondernummer. Ja. Da ist dann wirklich Punk meets Kunst. Ja. Ne? Und die waren dann die ganze Zeit anwesend, während wir da jeden Tag Programm machten und das Geld auch ausgegeben haben, um Leute einzuladen, andere Leute, die dann auch auf der Bühne in Fremdverkörperung als typische Doris performt haben. Ja. Also ja, es geht immer um die Kondition, es geht nicht um Hoch- oder Subkultur. Ne? Mhm. Also Kultur, die im hochkulturellen Rahmen stattfindet, ist plötzlich Hochkultur. Ja. Ne? Und ja, also das hätte Andy Wall schon gesagt. Andy Wall wurde gefragt, wie kommt denn Subkultur, Underground in die Hochkultur? Da sagt er, ja, da müssen sie einfach so ein Hippie-Musical, so ein schrottiges engagieren und dann in ein gut geheiztes Theater im Zentrum der Stadt aufführen lassen. Also der Rahmen ist das Ganze. Ne? Der Raum. Der Raum und der Rahmen. Ja. Ne? Das ist alles. Das ist das ganze Geheimnis. Ne? Und dann vielleicht noch Eintrittspreis verlangt, den man nicht verlangen würde oder sowas. Genau, ja. Oder es gibt eben so viele Stereotypen. Ne? Also wenn jemand keinen Eintritt verlangt, kann es ja nicht gut sein. Ja. Wenn es sehr teuer ist, muss es ja unglaublich wichtig sein. Also Bedeutung wird mit solchen Symbolen. Ja, genau. Also da fällt mir nur gerade etwas ein, was Bernadetta Hengst gestern Abend bei einer Veranstaltung über Bob Lenk gesagt hat, dass jetzt gerade aufgrund der Corona-Epidemie München hat eine Veranstaltung gemacht, wo auch Bernadetta Hengst mit ihrem Chor, glaube ich, gespielt hat. Und die haben die Eintrittskarten kostenlos rausgegeben und die Leute haben die Eintrittskarten halt gebucht, weil das muss man ja in Corona-Zeiten immer machen, egal ob es kostet oder nicht. Und dann war aber nur die Hälfte Leute gekommen, weil es hat ja nichts gekostet. Mhm. Und die haben halt einfach so alle geklickt und dann sind sie nicht gekommen. Genau. Das war dann, also kostenlose Kunst ist. Ja, aber das waren Feinde wie bei Trump, wo da ganz viele Leute buchen, einen Platz und nicht kommen. Nein, Quatsch. Ja. Aber ja. Glaube ich das eher nicht. Ich glaube auch eher, dass die Leute dann denken, das umsonst. Ne? Also eine Opernkarte kostet dann 100. Wenn man es nicht so dicke hat, lässt man die nicht gerne verfallen, wahrscheinlich. Ja. Ja, auch schon ein Konzertticket für 5 Euro ist ja auch schon was. Also, klar, sehe ich auch so. Ja. Aber wo du gerade Andy Warhol schon erwähnt hast, dann können wir ja auch zu Andy Warhols Interview gehen. Ja. So, ich nehme einfach mal. Nee, ja. Das Ding muss jetzt nicht sein. Ich kann es aber eine Nummer rausholen, ne? Weil die haben ja immer die gleiche. Die sehen so toll aus allesamt. Ja. Ja. Ach, nehmen wir doch einfach mal. Das ist die zweite von oben mit Natasja Kinski. Ei. Ja, also dazu, wow. Das sind noch die Andy Warhols Interview-Ausgaben aus den späten 70ern, frühen 80ern, wo Andy Warhol auch noch selbst Herausgeber war. Mhm. Die Zeitschrift gibt es ja bis heute und sehr großformatig und immer diese wunderschönen Porträt-Cover. Mhm. Also ich bin sehr begeistert von dieser Zeitschrift. Mhm. Interessant. Ich mag die richtig, finde die total spannend auch. Ja. Und ihr wart ja auch mal in einer Ausgabe Südlichen Doris. Ja, die hatten wirklich Mitte der 80er kamen so ein paar Leute aus New York und wollten ein Foto der Gruppe machen und haben auch einen tollen Text geschrieben. Also die Ann Penhusen, die gerade im Archiv der Südlichen Doris so ein bisschen das alles sortiert und guckt und so, hat den Text auch jetzt gerade irgendwann übertragen, weil ich merke mir durch den Artikel nicht, ne? Aber das ist ein toll geschriebener Text. Und was ich auch irre fand, die haben dann hier irgendwie so einen Fototermin in West-Berlin damals gemacht. Und alle Leute werden so retuschiert, bis alle schön sind. Also alles, was du an Pickeln hast, was du irgendwie an Glänzen hast, wird alles wegretuschiert. Das heißt, jeder sieht schön aus. Das ist so ein bisschen es gibt keine hässlichen Leute, ne? Alle sind schön. Ja. Das ist auch so ein, und es ist halt, alles ist Werbung, ne? Es ist sehr viel Werbung drin, aber halt auch, das finde ich sehr interessant, das ist ja sehr viel lokale Werbung aus New York. Das ist absolut, was ja heutzutage nicht mehr der Fall ist. Nee. Das heißt, es ist eigentlich auch eine Szenezeitschrift aus New York. Ja, also was so vergessen wird, also Andy Warhol ist ja auch so ein Inbegriff von Subkultur Underground gewesen und dann irgendwann nicht, irgendwann totale Hochkultur. Ja. Aber wenn man wirklich ein bisschen genauer auf die Arbeiten anguckt, dann merkt man, da muss man natürlich die zeitlichen Kontexte sehen. Zum Beispiel, wenn der den Film Kiss macht, ne, da sieht man Pärchen sich küssen. Und zwar so, wie sie nicht im Film, also weder im Porno noch im Spielfilm küssen, sondern wie sie in echt küssen. Mhm. Also hat einfach Leuten gesagt, Freunden, küsst euch mal. Ja. Und das sieht natürlich total scheiße aus. Das sieht weder sexy aus, noch irgendwie anmutig. Das ist kein
Hollywood-Kuss, sondern es sieht irgendwie komisch aus, wenn sich zwei Leute küssen. Und das ist auch kein Porno, soll auch nicht anmachend sein. Also weder das eine noch das andere. Also der reale Kuss. Und ich meine, das ist der Einzige, der das dokumentiert hat. Also warum ist der so wichtig? Und guckst du, den Film ist, glaube ich, irgendwie entstanden, 61 oder so, in einer Zeit, in der die Rassentrennung war noch nicht aufgehoben. Das heißt, da küsst auch ein weißer Mann oder eine schwarze Frau oder umgekehrt. Da küssen auch zwei Frauen, zwei Männer. Also er bricht da, er ignoriert die Konvention, macht aber so, es geht mir nur, also tut so ein bisschen naiv, es geht aber nur um das Küssen. Ich will es mal realistisch zeigen, dass er gleichzeitig damit Konventionen verletzt, also rassistischer Art oder sexistischer. Das wird vergessen oft dann. Ne? Die Leute sehen nur, da küssen Leute, so langweilig, eine Stunde küssende Paare. Aber es ist revolutionär. Es ist für die Zeit ganz, ganz mutig. Der ist halt nicht so naiv gewesen, nicht genau zu wissen, dass das eigentlich nicht geht und nicht darf. Und dadurch wird er von, sag ich jetzt mal, von dummen Leuten in der Oberfläche gelesen, mit der er ja total spielt. Die denken, der ist total apolitisch gewesen und dabei ist das überhaupt nicht. Meiner Ansicht nach ist das ein ganz deutliches Statement. Ne? Hast du denn auch Andy Warhols Interview gelesen in der Zeit? Nee, weil die gab es ja nicht so unbedingt überall am Kiosk. Aber wenn ich sie in die Hand gekriegt habe, habe ich sie natürlich angeguckt. Ne? Aber ich habe mir die Filme halt alle angeguckt. Ja. Da kenne ich viele. Und ich habe auch mit einem Darsteller, seinen Freund John Gion, den kannte ich auch persönlich, den habe ich in New York kennengelernt. Der wurde mir dann in der U-Bahn vorgestellt. Und gesagt, ach, das ist der Wolfgang. Natürlich los. Und John Giorno, und dann wurde, ja, das ist der Mann aus Sleep, aus Andy Walls, der 8 Stunden schläft einfach ein Mann auf der Couch. Ja. Ne? Und das ist doch lustig. Du lernst jemanden kennen, kannst du fragen, hat er eigentlich Honorar dafür gekriegt, dass er 8 Stunden auf der Couch schläft? Also du zeigst ihm einen schlafenden Menschen im Film. Also ich finde sowas toll. Ne? Ja. Also ich glaube, ich würde es mir nicht angucken, 8 Stunden. Nein, aber, es geht ja mehr. Nee, es geht nicht ums Angucken. Ja. Es geht darum, dass es das gibt. Also ich finde es ganz wichtig in der Kunst, es muss Sachen geben. Ja. Nicht, dass man sich das anguckt. Man kann es aber zeigen. Ich habe den zum Beispiel gezeigt in der tödlichen Los-Party im Frontkino. Wir kriegten aber durch das Original, also die 8 Stunden nicht. Also ich wollte Empire State Building haben, diesen stundenlangen Film über Empire State, das war in 84 zu einer tödlichen Losparty, weil ich mir vorstellte, der Film läuft die ganze Zeit im Kinoraum auf der Leinwand. Vorne ist halt Party, Leute reden und ab und zu gehen die Leute nach vorne in den Kinoraum, gucken, ah ja, da geht langsam die Sonne auf über Manhattan. Ja, und damals, das Geld hatte ich nicht, Kontakt hatte nicht, es gab wahrscheinlich nur eine Kopie im Museum of Modern Art, die Versicherung hätte es nicht, wahrscheinlich hätte nicht geklappt. Ja. Und da es das nicht ging, haben wir dann einfach vom Frontkino besorgt, eine Kopie mit kurzen 5-Minuten-Sequenzen aus Sleep, Kitchen, Empire State Building. Es gab so einen Zusammenschnitt, eine halbe Stunde, wo jeder dieser stundenlangen Filme in 5 Minuten gezeigt wurde. Also vom Konzept stimmt es dann eigentlich nicht. Ja. Aber den haben wir mal wiederholt. Wenn der zu Ende war, nach einer halben Stunde wieder laufen lassen. Also so ein bisschen so ein Notbehelf. Ne? Also der 1984, sagst du gerade, da fällt mir ein, wir haben nämlich auch noch einen Film ausgewählt, der von 1984 ist. Und zwar von Tabea Blumenschein. Ja, sag ich, Das ist Zabgarbata. Das kann man nicht sehen. Das ist ein Fernsehmitschnitt aus unserer VRS-Sammlung. Wir hatten überlegt, den Film kann man auch online finden, dass wir da vielleicht was einspielen, aber das funktioniert nicht so gut. Deshalb, wer den Film sehen möchte und ein bisschen mehr darüber wissen möchte, kann den natürlich auch über die Suchmaschine des Vertrauens finden. Aber was sehr interessant ist, sag bitte gleich auch noch ein bisschen mehr zu Tabea Blumenschein, aber dieser Film, das ist der erste Film, in dem ein Auftritt der bösen Onkels dokumentiert ist. Und das ist ehrlich eine sehr skurrile Geschichte, weil das ist ein komplett anderer Kontext, in den die Onkels da reingeraten sind, als sie das so gedacht haben. Sie sagen darüber oder schreiben auch auf ihrer Webseite, dass dieser Film, der eben die Onkels bei einem gestellten Gig in einem Berliner Veranstaltungsort Loft, das war, glaube ich, im Katalatin, oder? Nee, Neundorfplatz, Monika Döring hatte das gemacht. Im Loft im Neundorfplatz, im Metropol. In Metropol, genau. Ja.
Genau. Dieser Film gilt mit Recht als der schlechteste Film, der jemals über Punks und Skinheads gedreht wurde, behaupten die bösen Onkels auf ihrer Webseite. Genau, sie sind da zu Beginn ein paar Minuten lang zu sehen, wie sie live spielen. Und das, ich glaube, das ist vor allem auch ein ganz großes Missverständnis auch gewesen zwischen vermutlich den bösen Onkels und Sie da erwartet also haben. Absolut. Also, weil die haben ja natürlich erwartet, sie werden da gefeiert oder sie kommen da zu einer. Also die meiste Musik im Film ist Tödliche Doris tatsächlich. Und das sind die, der HBR hat wirklich die schrägsten Stücke ausgewählt von der ersten LP. Also die schwierigsten, so genießbaren Stücke, muss man sagen. Also es ist sehr viel Gewalt in drin. Und in dem Film hat Tabea eigentlich lauter Szenen zusammengebracht, die sich nie begegnet sind, die es alle gab, aber die sich eigentlich nie, eigentlich gerade mal auseinanderstreben auch war, wenn es dann noch Gemeinsamkeiten gab. Also es gab eine Zeit lang auch so Skinheads, wo das nicht so klar war, wo geht die hin, die Reise, und das hat sich auch mal geteilt in rechts und links oder so und so weiter. Und die hat da die Alternativszene dabei, die Bohemian, die Künstlerszene, elegant, schick. Die hat Mark Brandenburg dabei, schwarze Deutscher, der. Und wenn man diesen Film dann sieht, das ist im Grunde so ein Kaleidoskop von Gruppen, die sich einfach nichts zu sagen haben. Mhm. Und Tabea ist einfach neugierig, ein bisschen wie auch Warhol. Sie beobachtet die Sachen und dokumentiert die. Mhm. Das verwechseln manche Leute mit einem Statement für oder gegen etwas. Mhm. Das ist kein Statement für etwas, sondern das ist, also ein Künstler nimmt sich einen Moment meinetwegen malt er ein Bild vom Krieg, das bedeutet jetzt, das kann man interpretieren, er ist für Krieg. Oder er bildet ihn ab, ne? Oder er thematisiert ihn. Ja. Und ich glaube, das ist so das Missverständnis. Und Tabea ist mit allen Sachen so umgegangen. Stelle einfach die bösen Onkels in einer geschlossenen Veranstaltung in diesem Alternativclub, das ist ja schon der erste Kontrast. Also das Loft ist ja nun wirklich kein Ort, wo sich Rechte treffen. Ja. Und dann singen die diese wirklich gruseligen Lieder, von denen sich ja dann tausendmal distanziert später haben. Dadurch ist das ein toller Dokument. Das ZDF konnte immer, weil sie die Rechte ja hatten. Ja, das war ein kleines Fernsehspiel. Auch. Genau, kleines Fernsehspiel. Die konnten immer wieder, wenn irgendwie ein Skandal mit Böse Onkels war, konnten die immer auf das Material zurückgreifen, ohne da bei der Gruppe selber um Erlaubnis zu fragen. Mhm. Deswegen hat auch die Gruppe jahrelang versucht, das rausschneiden zu lassen. Und Tabea hat das nicht gemacht. Ja. Ne? Weil die hat einfach, das ist, ich weiß nicht, ob das eine Naivität von ihr ist oder so eine Unbekümmertheit, die hat da einfach diese Szenerien zusammengesetzt. Ich bin dann später auch gefragt worden, ja, aber wie war denn eure Zusammenarbeit mit dieser Gruppe? Ich habe die gar nicht getroffen. Ich war weder bei dem Konzert, weil mich die Musik überhaupt nicht interessiert hat. Aber die Kamera von Tabea geht zum Beispiel auch, und das ist eigentlich wie bei Warhol, Sie geht zum Beispiel auf drei Skinheads in dem Film, die reden sich eigentlich im Kopf und Kragen. Das ist ein Dokument. Ja. Das kann man gar nicht inszenieren. Man kann so einen Text gar nicht schreiben. Das müssten dann Schauspieler spielen, die dann irgendwie so Skinheads spielen und sich quasi inhaltlich auch gleich von distanzieren, dass sie so einen totalen Mumpitz da loslassen, wie in diesem Film. Da hat sie einfach drei Leute so reden lassen, weil das eigentlich unfassbar war, was sie gesagt haben. Aber das ist eine künstlerische Methode, aber es sagt überhaupt nicht, wie sie zu dem steht, was da gesagt wird. Ne? Sie fand das so wahrscheinlich auch eher komisch, wenn da so ein etwas korpulenter Sänger ohne Vorderzähne singt Deutschland. Das fand sie irgendwie schräg. Also das fand sie irgendwie komisch. Da wer war so drauf? Das fand sie irgendwie. Aber wie haben die sich schon kennengelernt? Nee, die hat das irgendwie, ich glaube, im Linientreu hat die was mitgekriegt von so Leuten, die diese Band hören, weil die Band einfach so speziell war. Die war, also die hat das dann, die fand aber auch eben die Tödliche Doris so speziell. Mhm. Ich meine, letztlich hat sie viele Angebote selber bekommen, bei Bands mitzumachen. Die einzige, wo sie mitmacht, ist die Tödliche Doris. Und ihre Bedingung war allerdings, ich trete aber nur auf, wenn ich gerade Lust habe. Also man konnte keine Tournee planen und sie ist immer dabei. Sondern man musste, ich habe die dann gefragt und sagte, du Tabea, wir sind eingeladen nach New York, kommst du mit? Ach ja, New York, da kenne ich ja den und den und den. Und die Cookie Miller von John Waters und den kenne ich und den. So ist ein Freund von mir. Und dann hat sie Lust gehabt mitzumachen. Dann kriegte ich eine Einladung nach Tokio, Japan. Das war für mich, boah, natürlich los, wird in Tokio eingeladen. 87 kam die Einladung.
Tabea, kommst du mit nach Tokio? Wir können da auftreten. Nö, das ist mir zu weit. Das dauert ja 10 Stunden mit dem Flugzeug. Ich schlafe mir meine Beine an. Außerdem kenne ich da niemanden. Also ich habe wirklich niemanden kennengelernt, der so wenig Ehrgeiz hat und wirklich so selbstbestimmt ist, dass man, dass es eigentlich einen fassungslos macht. Wenn man also ihre Darstellung in Filmen sieht, Bildnis einer Trinkerin, dann jeder würde denken, na, die ist wahrscheinlich auch ehrgeizig und so. Aber die hatte das gar nicht. Nicht diesen Ehrgeiz, den wir alle kennen. Die hat einfach ihr eigenes Ding gemacht. Also wirklich eine Künstlerin. Und nicht jetzt irgendjemand, der irgendwas erreichen möchte. Ja. Also sie war dann auch eine Zeit lang obdachlos. Genau. Nach dem Film landete sie irgendwann im Obdachlosenasyl, oder Heim für Frauen. Da gab es dann auch Spannungen. Also sag mal, dieser Film ist ihr über den Kopf gewachsen. Das hat auch mit einem Darsteller vielleicht zu tun, wird dann, also ich kann es selber, weil ich nicht da direkt dabei war, kann ich das nicht beurteilen. Ja. Auf jeden Fall verlor sie ihre Wohnung, ne, und lebte dann jahrelang erstmal im Obdach. Also ich habe ja auch beim Freund untergebracht, bei dem Reinhard Wilhelmi, der war so 9 Monate, aber das war dem dann auch zu anstrengend, dass er dann irgendwann mal aus dem Fenster die ganzen Möbel geworfen hat. Auf jeden Fall im Obdachlosenheim habe ich sie dann manchmal besucht mit meinem Freund Uli. Und wir haben dann noch manchmal geschafft, so mit ihren Lesungen zu organisieren, dass sie da mitliest und so. Aber wenn man sich das so vorstellt als Bild, ne, dann wird man natürlich, denkt man so, oh, da ist ja jemand ungepflegt, geht da so raus, schleppt sich so und so. Gar nicht. Sie war total schick gekleidet, immer total gut aufgestylt, hatte alles voll schöne Frauen aus der Vogue hinter ihrem Bett geklebt. Ne, und sagte, ach ja, ich gehe mal in die Paris-Bar, da treffe ich vielleicht den und den. Und sie ging da rein in den Ort, wo die Leute eigentlich kaum fassen konnten, wo sie wohnt. Also der Kippenberger hat dann zu ihr gesagt, ja, das bringst auch nur du zustande, Tabea, von einer 3-Zimmer-Wohnung in der Erdmannstraße in Schöneberg ins Obdachlosenasyl auf die Pritsche. Das hat sie mal so wiedergegeben. Ne? Und hat sich darüber amüsiert, was er erzählt. Weil sie hat wirklich diese Radikalität gelebt. Ich hätte es auch anders besser gefunden, dass sie sich nicht so, ich wünsche ihr eine Wohnung. Aber ich meine, die letzten 10 Jahre hat sie ja gelebt in Marzahn, in einer kleinen Einzimmerwohnung im Plattenbau. Und sie wirkte nicht, wenn ich sie besucht habe und mit ihr geredet habe, die war nicht frustriert und nicht verbittert, ehrgeizig, überhaupt nicht. Mhm. Und sie ist ja dieses Jahr gestorben? Die ist gerade dann im März 2020 gestorben, wo ich gerade aus Japan zurückkam, also von so einem Vortrag und so. Ja, und das war schon traurig, ne? Weil natürlich war 66 Jahre alt und hatte einfach, ich bin ja kein Mediziner, also ist im Bett gestorben, also sie hatte so verschiedene so Herzschwäche, hatte Stents und so, hat sie auch drüber geredet und so. Aber was bewundernswert ist, sie hat sich eigentlich bis zum Schluss nicht angepasst als Künstlerin. Sie hat bis am Schluss wirklich interessante Aspekte in ihre Zeichnung reingebracht, die wirklich, also Kreativität war nicht zu Ende. Ne? Ja. Und aber wenn du so arbeitest, dann bist du für das Galerienwesen gar nicht kompatibel. Ja. Das ist viel zu, die brauchen Berechenbarkeit. Oder die Leute müssen dann tot sein, dann können sie irgendwie mit dem Nachlass arbeiten, dann gehen sie los. Finden irgendeine Idee, wie sie das. Ich finde es halt deshalb so schön, dass sie für die Tödliche Los bis zum Schluss gearbeitet hat. Also ich habe ihr von der Katrin Kempf erzählt, einer Kulturwissenschaftlerin aus Köln, die für die ELMEC, eine lesbische Zeitung, Sextoy-Rezensionen schreibt und dadurch alles voll Sextoys in ihrer Wohnung bekommen hat, weil sie kriegt sie als Rezensionsexemplar geschickt. Ne, und beschreibt sie dann in einer wahnsinnig tollen Sprache. Da sind wir auch ins Gespräch gekommen. Ja, deine Rezensionen sind so toll geschrieben. Du hast so tolle Sprache, so auch so humorvoll, unverklemmt, voller Humor auch. Beschreibt sie die Handhabung dieser Geräte. Mhm. Die Batterie ist aber etwas unpraktisch reinzusetzen oder, ne, also, oder der Knopf ist an einer falschen Stelle. Ungünstig, wenn man gerade irgendwelchen Liebesspiel macht. Immer mit unheimlich viel Humor. Dann erzähle ich Tabea davon und dann sage ich, möchte eine Platte machen, die tödliche Doris, verkörpert von 31 Vibratoren, also den Sounds. Nicht die
nicht, die tödliche Dose hat ja keinen Körper. Das ist ja die Idee, ein Popstar ohne Körper, der nur aus Klang besteht, aus Projektionen und sonst was. Also die ganze Identität ist aufprojiziert. Ja. Und diese 31 Vibratoren haben wir dann im Studio von Frieda Butzmann aufgenommen, immer auf dem gleichen Holztisch, immer so etwa eine Minute. Katrin hat dann die Inbetriebnahme gemacht, weil es ist teilweise ganz schön kompliziert. Manche haben auch drei Knöpfe und verschiedene Modi gibt es dann schnell, langsam. Motard Overkill ist ein Vibrator, der richtig so bumm, bumm, der springt richtig wie so eine Heavy-Metal-Band. Also das ist da. Aber die Sachen natürlich hören sich alle anders an. Und Tabea hat die dann alle gezeichnet. Ja. Also in der Box ist sozusagen die Platte, hast du 31 Vibratoren-Sounds, ganz deutlich auf den Rillen erkennbar. Du kannst sie auch gezielt abspielen, wie so eine Vogelbestimmungsplatte. Und dazu hast du so eine schöne Box mit 31 DIN A4-Blättern. Das sind alles Zeichnungen von Tabea, Vibratoren. Auf der Rückseite die Rezension, die Beschreibung von Katrin Kempf. Und nochmal auf Englisch übersetzt und so. Ne? Ja, und dann habe ich auch Patricia Highsmith, die ja die Krimi-Autorin, die ja sehr in Tabea verliebt war und mit der sie irgendwie auch irgendwie. Ja, sozusagen in der Biografie findet sich, dass Patricia Highsmith, dass die irgendwie Tabea ein. Die hat immer, wenn sie ein Geschenk machte, hat sie immer zwei gekauft, zwei Exemplare. Und sie hat zwei Exemplare eines, also es wird so ein bisschen angedeutet, es ist sicherlich ein Sextoy gewesen, den hat sie als Flugzeugmodell zur Tabea geschickt. Das steht in dem Buch drin, in der Biografie, im Diogenes Verlag. Interessant. Ja. So interessant, ne? Ja. Habe ich leider nicht mehr sie darüber fragen können, aber auf jeden Fall hat die das halt zur Tabea hingeschickt. Die hat sich in den letzten Monaten ihres Lebens mit Gummiunterwäsche beschäftigt, die sie illustrieren, bemalen wollte. Also ich finde, das ist eigentlich, also ich sehe da also eine ganz merkwürdige Mixtur aus sehr bürgerlich, also so Weihnachten, Ostern, ganz wichtige Feste und total unbürgerlich, antibürgerlich. Mhm. Das findet sich da so zusammen bei ihr. Ne? Ja, es ist hochspannende Biografie auf jeden Absolut, Fall. Absolut, ja. Ja. Wir sind schon ganz schön weit fortgeschritten in der Zeit. Ich glaube, wir müssen sogar ein kleines bisschen überziehen, um noch ein bisschen die anderen Sachen noch hinzubekommen. Du hattest ja noch dein Buch Kultur West-Berlin ausgesucht. Ja, da so ein bisschen das Eigenwerbung. Na klar, das erscheint jetzt in fünfter Auflage sogar. Also die hatten, es war jahrelang nicht erhältlich und es war jetzt im Antiquariat immer irgendwie 50 Euro oder dann Erstausgabe und so. Das fand ich blöd und ich finde es toll, das zugänglich zu machen. Und in dem Buch beschreibe ich halt auch mein, weil ich bin ja Teil des Ganzen bin. Ich kann ja nicht irgendwie machen, als ob ich so ein neutraler Beschreiber von außen bin. Das ist natürlich, das ärgert einige Leute, weil sie, gerade die, die nicht vorkommen, die ärgern sich am allermeisten. Mhm. Also selbst die ein bisschen so ein bisschen ironisch, was die sind noch nicht mal sauer, Hauptsache drin, aber es gibt halt Leute, die nicht vorkommen. Und ich habe natürlich nie in Anspruch gehabt, alles mitzukriegen. Aber es ist halt wahnsinnig viel drin, weil 600 Seiten. Ja, und ich hab wahnsinnig viele Sachen beschrieben, die vielleicht in so einem anderen Subkulturbuch vielleicht nicht. Also es gibt ein Kapitel über Gehörlose in der Subkultur, schwarze Deutsche. Das ist so für die Zeit, das hat kaum jemand interessiert. Mhm. Also sehr wenig Leute haben sich da mit solchen Sachen beschäftigt. Also betrachtest du dich ja auch als Chronist der Westberliner Subkultur? Ja, weil ich das ja auch mit der tödlichen Dose selber musikalisch damals schon umgesetzt haben, als so in den 83, 84 alle möglichen Leute plötzlich um mich herum sprachen, oh, wir haben jetzt der nächste Platte wird bestimmt ein Hit und ich merkte so, die haben alle Angst um ihre Rente oder viele wollen endlich Hits haben. Es war die Zeit, in der die Industrie auf den Zug aufgesprungen ist und selber so New Wave Stars kreierte, die schrecklich meistens waren. Und in dem Moment haben viele Leute sich dann irgendwo gedacht, die müssten jetzt auch dabei sein. Tabea macht sich da auch zum Beispiel lustig, Tabea Blimstein, und sagt, ach, die haben doch alle gar nicht geschafft, ihre in den Charts oder in die Hits zu kommen. Und die wollten plötzlich so aufschließen. Und das habe ich dann musikalisch thematisiert. Opportunismus, Anpassung, Hinwendung zu einem imaginären Publikum. Und das ist diese unsichtbare Platte, die daraus entstanden ist. Wobei das ist ja erstmal so eine Kritik auch an diesem Verhalten. Den Leuten. Ja, oder ich würde es gar nicht als Kritik an, weil ich verstehe, dass ich meine, ich kriege wahrscheinlich eine Armrente, also ich verstehe schon, dass Leute sich irgendwie Sorgen um ihre oder Gedanken um ihre Zukunft machen, das finde ich ja legitim. Ich habe bloß das beobachtet, dass das passiert
Ich habe gedacht, es wäre doch toll, zwei Platten zu machen, zwei Vinylplatten zu machen, und die aber mit zeitlichem Abstand von einem Jahr oder so rauszubringen. Und die eine hört sich an wie eine Band, die endlich erfolgreich haben, sein möchte, opportunistisch gewollt, angestrengt. Mhm. Und die andere hört sich an wie reine Kunst, fernab von kommerziellen Begehrlichkeiten. Also U und E, diese komische deutsche Trennung zwischen Unterhaltung und Ernst oder zwischen Humor. Also zum Beispiel, wenn in Deutschland was witzig ist, dann wird das nicht als hohe Kunst angesehen. Das kann ja nicht gut sein. Das braucht dann immer 40, 50 Jahre, bis es ernst genommen wird. Kommst du aber in Deutschland ernst daher, wird es sofort immer als ernstzunehmende Kunst gesehen, so doof es auch ist und so albern und bescheuert es auch ist. Und diese Kontraste auf zwei Platten, die nacheinander erscheinen, aber die, wenn man die zusammenspielt, auf zwei Plattenspielern zusammengespielt, eine dritte unsichtbare Platte geben auf den jeweiligen A-Seiten. Das ist genauso komponiert worden im Studio, wo du aber den Leuten es nicht verrätst, die Idee. Die eine wollten bei der DDR, hatte ich der Amiga geschickt. Ja. Die andere sollte Atatürk rausbringen. Das heißt, eine sollte im Westen, eine im Osten erscheinen. Und das in 84, 85. Und war ohne auch bei Amiga erschienen? Nee, die ist dann nicht bei Amiga erschienen. Die haben eine Absage geschrieben, die DDR-Plattenfirma. Also, wie gesagt, es ging nicht ums Geld. Ne? Ja. Sonst hätte ich das nicht Amiga geschickt. Sondern ich fand die Idee so irre. Ja. Das war so eine Art Wiedervereinigung über Schallplatten, über diese Kontraste, dieser Differenzen. Ja. Also, weil beide Sachen sind ja wichtig. Kommunizieren mit dem Publikum, mit Menschen, das ist ja gut. Das macht jeder. Also insofern bin ich ein Opportunist. Ich versuche mich immer verständlich zu machen. Ja, es gibt uns eben den Punkt, wo wird es zu stark? Weißt du, wo bin ich nicht mehr bei mir, sondern möchte irgendwie da ankommen, bei jemand ganz bestimmt. Und das andere, ich habe ein Konzept und mache das für mich, kann auch schrecklich sein. Irgendwann bist du nicht mehr nachvollziehbar. Hast du ein so komisches System entwickelt, dass dich keiner mehr versteht eigentlich. Und kann man dann auch denken, oh, ich bin ein Genie, keiner versteht mich, ist ja auch ein bisschen blöd. Und es geht um diese Spannungsbögen zwischen U und E, zwischen ernst und lustig, zwischen verständlich sich machen, unverständlich. Ja. Also, weil in beiden, also ich möchte das nicht so moralisch sehen, ne? Also ich finde es nicht schlimm, wenn jemand Schlager schreibt und hat riesen Erfolg damit, wenn der gut ist, wenn der gut komponiert ist und es ist passiert. Es ist eigentlich nur unangenehm, wenn das so hingearbeitet ist auf irgendwas, was ankommen soll. Das ist langweilig, das klingt auch meistens langweilig. Ja, diese Auflösung von U und E ist ja auch im Punk, glaube ich, ein relativ wichtiger Punkt. Also dadurch, dass es da sehr viel Verbindung in, dann wieder in die Kunstszene gab und gleichzeitig Punk halt als total das Gegenteil eigentlich von oder Hochkultur vor allen Dingen ja eben auch dann gesehen wird oder es sich auch so versteht. Naja, eigentlich mehr dann später so, weil so heute gibt es ja Werbung, denn der Audi ist der neue Punk und so. Also heute wird das so als Erfrischung des Ganzen gesehen. Ne? Also das ist ja auch klar, das war auch von Anfang an klar. Alles, was so in unserem politischen und kapitalistischen System irgendwie entsteht, wird dann eingemeindet und dient dann quasi, um zu zeigen, wie großherzig alles ist. Ja, das sowieso. Also das ist dann halt entsprechend zubereitet und verkauft. Und heute haben diese Farbe, diese Brille, wo ist denn die hier? Ach da, heute ist diese Schocker-Punk-Farbe, die kannst du zuerst, konntest du sehen, auf den Telekom-Plakaten. Mhm. Magenta. Ja, Magenta. Dann gab es, plötzlich tauchte das auf den grünen Plakaten auf. Und die FDP hat das dann von den Grünen wieder übernommen. Das heißt, die FDP hatte blau-gelb eigentlich. Das hat ein Designer 1971 für die FDP entwickelt. Also nicht eine Herleitung aus einer politischen Ideologie oder Idee. Also die grüne Vegetation, schwarz, das kommt von den Talaren, die schwarzen Priester und konservativ und so. Haben die aber selber nie als Farbe dann benutzt, die CDU nicht so gern. War denen dann unheimlich, weil das so eben auch ganz viel Negatives verbunden, schwarz und Mann und so, oder diese ganzen Bilder. Und dann die FDP, die sozusagen ganz pragmatisch, was kommt gut an, was sieht auch gut aus. Blau-Gelb, das sind so schöne Kombinationen, die passt gut, das war ein Designer in Düsseldorf. Dann irgendwann packt sie die Farbe rein, Punk kommt dann wieder rein in die Plakate, auch bei den Grünen. Weil die Leute schlafen ein, wenn sie immer nur grüne
Bäume sehen und schöne Harmonie und Natur. Also du brauchst ja, ja. Aufwendig. Ich glaube, heute haben alle Parteien den gleichen Designstudio, glaube ich. Sind uns mittlerweile alle so angeglichen, okay. Wenn jetzt noch die SPD anfängt mit dem Pink dann und so. Keine Ahnung. Ja. Die CDU auch noch. Dann. Wobei, es führt auch ein bisschen zu weit weg gerade, weil wir hatten noch einen auf dem Tier. Ja. Das muss ich doch nochmal leider zurückführen. Das ist jetzt ganz überraschend, weil das fällt ganz aus dem Thema, so, das ja. wir bisher hatten, raus. Mhm. Das ist ein Newsletter. Wir haben davon auch noch viel mehr Ausgaben, aber ich habe einfach mal eins, wo man auch den Namen der Firma, ich hoffe, da ist, ja, egal. Genau, Hardwax, der Plattenladen, das ist einer der wichtigsten Techno-Plattenläden, nicht nur in Berlins, würde ich sagen, sondern Deutschlands, auch sehr bekannt. Und willst du erzählen, warum ich da... Naja, ein Kommilitone von mir, also wir waren ja alle in der Hochschule der Künste, heute nennt sich der UDK, ja. Der Marc Ernestos, die Chris Dreyer, die erste, die bei Tödliche Dorisfrau, ja. die dabei war, Nikolaus Utermühlen, wir waren alle in der Studierendenland. Das heißt, wir hatten irgendwie so eine Ecke experimentelle Filmgestaltung, wo wir so einen ganz netten Professor hatten, den Ramsport, der irgendwie die Sachen unterstützt hat auch und ja. irgendwie interessant fand, was da seine... Er hatte irgendwie spannende Leute um sich herum. Mhm. Und Marc Nestos war einer dieser Studenten. Und als wir 87 war unser Studium zu Ende. Und jetzt, was machen wir jetzt? Wenn wir nicht mitschwimmen wollen im Kunstbetrieb, müssen wir irgendwie Jobs finden oder was machen. Ja, also wir dann den ganzen Deal da nicht mitmachen. Weil es gab ja Interesse, nach der Documenta kamen Leute auf mich zu und sagten, wie viele Bilder machen sie im Monat? Die haben dann gerechnet. Ne? Also die Galeriemiete kostet das, dann machen sie mal das und das. Wer da nicht mitspielt, der ist da nicht mehr dabei. Und ich wollte da nicht mitmachen. Also habe gesagt, nö, ich mache dann einen Monat gar nichts, dann mache ich einen Monat ein Hörspiel, dann mache ich einen Monat ein Musikstück. Also ich wollte nicht in dieses System, dieser Galerienwelt hat mich nicht interessiert. Die dann mit dir auch spekuliert, 3 Jahre. Da kannst du schnell reich werden, klar. Ne, dann besitzt du ein paar Immobilien, kannst da bis zur Rente leben, aber ich fand das nicht so aufregend. Und der Marc Ernestos, der hatte damals 1 Jahr lang Taxi gefahren und so viel Geld zusammengespart durchs Taxifahren, dass der eine Kneipe aufmachen wollte. Und zwar der Gedanke war, es wird eine Kneipe gesucht und die wird so gelassen, wie sie ist. Also wenn es eine deutsche Bierstube ist, dann bleibt es so, deutsche Bierstube. Nur die Musik wird anders sein und die Leute, die da arbeiten, werden anders sein. Was so am Schluss gefunden wurde, war ein Bordell, das hieß Club Maitresse, ein kleiner Puff in der Lützowstraße. Der wurde dann umbenannt, der David Steves, das war auch jemand, der so ein Umfeld tödliche Doris, der ein Freund von mir, kann man auch sagen, Franco-Kanadier, und der sagte dann irgendwann mal, da kommen so 2 besoffene Männer aus dem Laden, so immer, ach, das sieht ja aus wie ein Kumpelnest. Das hat er also quasi als Kanadier so ein Wortspiel gemacht, weil das Wort Kumpelnest gab es ja nicht. Kumpel gab es und Nest gab es, aber nicht Kumpelnest. Ja, und dann, toll, der Name ist gut. Und dann war der Niki von Tödliche Doris, hat dann gesagt, ja, wir müssten es aber frischer machen, war der Gedanke, und dann war so, ja, 2000, Kumpelnest 2000. Nein, sagt Niki, da habe ich gesagt, das ist nicht gut. Dann kam der Begriff 3000. Und der Laden lief wie geschmiert, da waren alle Musiken zu hören. Und Marc hat dann von dem Geld, das er dann da als Inhaber gab, hat er gleich sinnvoll angelegt. Hat nämlich erstmal Projekte seiner ehemaligen Kommilitonen finanziell unterstützt. Die erste Mutterplatte ist ohne das Kumpelnest nicht möglich. Und auch meine, die Band von meinem Bruder. Genau, die Band von meinem Bruder. Und auch meine erste Solo-Platte Bad mit den Fledermausgeräuschen, auch finanziert. Nikis erste Platte. Und Marc hat sich dann spezialisiert auf seinen Hardwax, auf seine musikalischen Produktionen und sein Plattengeschäft und hat sich da aus dem Kumpelnest mehr oder weniger auch zurückgezogen. Wir konnten eigentlich über das Kumpelnest jahrelang auch dann die Zeit überbrücken, wo wir von irgendwas leben mussten. Heute, ich lebe seit langem von dem, was ich mache als Künstler, ohne direkt im Galeriewesen oder im Markt irgendwie wirklich eine Rolle eigentlich zu spielen. Also meine Freiheit habe ich mir quasi erhalten können. Das ist ja das Wichtigste für mich, dass ich das machen kann, dass ich will mit Leuten arbeiten, die ich gut finde und nicht ne, von irgendwelchen Firmen gezwungen werde, mit irgendwelchen Leuten was zu tun oder irgendwo aufzutreten, wo ich es doof finde. Ja, der Marc Ernestos war einfach auch als Chef dann sehr großzügig, ne, hat die Leute gut bezahlt. Und
Also alles das Gegenteil, was heute sozusagen in der Welt ist, wo man sagt, mit Druck fordern und fördern, also SPD, diese Idee von, man muss die Leute unter Druck setzen, Hartz IV, die klein machen, damit sie irgendwie Leistung bringen, totaler Blödsinn. Ja. Das macht den Leuten nur Angst, macht sie nur krank. Ja. Und ist überhaupt nicht günstig. Und der hat eigentlich, das ist genau das günstige Situation entstanden, wo jemand, wo diese Kneipe so viel abwarf, dass Leute sich da als Sprungbrett für verschiedene Karrieren nutzen konnten. Also jemand wurde Biologe dann, hat dann da studiert und ist dann irgendwie, hat da geschrieben. Der andere hat irgendwie Filmsachen gemacht. Das heißt, das war eigentlich so ein ganzer kreativer Pool des Kumpels, aus dem ganz viel so Solo-Karrieren oder Projekte entstanden sind. Und das ist eigentlich, ja, das fand ich ganz toll. Genau, und warum ich noch auf Hardwax da rausgesucht habe, nicht für diese Verbindung, sondern, also kurz vielleicht zur Erläuterung, das Hardwax war der erste Plattenladen in Deutschland, meines Wissens, der auch direkt Platten aus den USA importiert hat, aus Detroit und Chicago. Und auch deshalb. Ja, stilbildend oder prägend für diese ganze Genre. Ne? Und hatte damit natürlich auch einen wichtigen Beitrag, sage ich jetzt mal, zur Entstehung und zum Wachsen der Berliner Techno-Szene beigetragen, eigentlich. Und da wollte ich dich noch fragen, inwiefern, was für das dein Verhältnis eigentlich zur Techno-Szene war in den frühen 90er Jahren? Das ist so, ich hatte das Gefühl, auch mit der unsichtbaren Platte am Schluss der tödlichen Los, mit der Auflösung in ein Wein der Gruppe, ich hatte das Gefühl, eigentlich jetzt erstmal alles gesagt zu haben. Also weiter kann man nicht gehen, als jetzt so eine Idee zu haben von zwei Platten, die gleichzeitig gespielt, die dritte unsichtbare ergeben und so weiter. Also radikaler geht es für mich dann irgendwie nicht. Da ging es nicht weiter. Da war alles gesagt. Und dann war das so, dass als die Grenze aufging, hat sich die Stadt ja wieder plötzlich öffnete, sich alles Mögliche neu. Und es war genau die Zeit, in der ich nach Island eingeladen war. Fand Island schon immer spannend. Aber plötzlich werde ich von Magnus Paulsson eingeladen, der ist jetzt 90 geworden. Das ist sozusagen der Altmeister, der Großmeister der isländischen Interdisziplinarität. Der ist also derjenige, der diese ganzen in 60ern, 70ern, diese Fluxuskunst, moderne Kunst überhaupt in Island populär machte. Weil Island hat kein Mensch ernst genommen, was Musik anbelangt. Also Popmusik war null. Jetzt gab es natürlich schon, aber das waren Sachen, die spielten außerhalb des Landes überhaupt keine Rolle. Kunstszene genauso, das war im Grunde so weit weg. Und ich komme jetzt nach Reykjavik 1990 zum ersten Mal und denke, wow, jetzt habe ich die nächste Insel. Also West-Berlin war so ein Kosmos für sich, so ein kultureller Kosmos. Jetzt sehe ich plötzlich, wow, da entsteht gerade ganz viel. Fand ich super spannend. Gleichzeitig fahren die Leute mit Trabi und Wartburg rum. Ja, das haben wir immer importiert, die Bauern, weil das sind praktische Autos. Das ist überhaupt nicht diese moralische und diese Überheblichkeit, also seine Identität über ein Auto aufzumotzen, finde ich da nicht. Das fand ich sehr erfrischend. Also so, während hier der Kapitalismus sozusagen boomt und die ganzen Goldgräber da auftauchen und Glücksritter und alle naiv gedacht wird, jetzt kommt die große Freiheit und Offenheit. Dabei stehen dann die Leute schon wieder in den Startlöchern, die das auch zunichte machen werden. Sehe ich in Island irgendwo so eine Distanz irgendwo. Nachher ja auch nicht. Die haben ja auch ihre Finanzskandale dann gehabt. Stimmt, aber die haben die Leute immerhin verurteilt. Insgesamt 80 Jahre Gefängnis, die beiden Banker. Das war immer nur so 2 Jahre oder so, aber immerhin. Ja. Finde ich ja schon irgendwie ein anderer Umgang. Ne? Aber genau, nochmal, ich hätte noch wegen Techno gefragt. Ach, genau. Du hast dich aber gar nicht, in der Berliner Techno-Szene hast du dich gar nicht bewegt, weil du in Island warst? Oder warst du ich muss sagen, in dem Buch Geniale Dilettanten finden man zwei Leute, die Techno eine große Rolle spielen, nämlich Dr. Motte mit einem Beitrag und Westbam. Ja. Beide kommen vor. Das heißt, die Leute, die Techno, die irgendwie da als Köpfe gelten, tauchen in meinem Buch bereits vor. Das heißt, die ganzen Keime dieser ganzen Bewegung sind da gelegt längst. Ja, nee, das finde ich auch sehr, sehr spannend. Also, dass ja gerade die Berliner Techno-Szene eben auch ganz stark aus diesem West-Berliner Kontext heraus entstanden ist. Also, Dimitri Regemann ist auch noch ein Beispiel, der auch da schon unterwegs war und auch gut beispielsweise war dann ja auch später in der Techno-Szene sehr aktiv. Also es gibt da eine Geschichte dazu, ne? Das fängt nicht so an 1990 und so, sondern was natürlich für Techno günstig war, war
dieser Ekel vor Politik, der natürlich damals auch ganz stark war unter jungen Leuten, gerade viele aus dem Osten, natürlich, die dann irgendwann so, ne, also so wo die alte Riege da irgendwo die Zeichen der Zeit nicht mehr kapiert hat. Und da war dann natürlich, da wurde dieser Hedonismus, der da immer in jungen Generationen ja oft vorhanden ist, der wurde natürlich auch sehr schnell entpolitisiert. Also ich meine, auf der Love Parade 1999 ist der Diebken, der Bürgermeister Diebken, mit der Jungen Union, hat einen eigenen Wagen. Also spätestens da würde man sagen, ist das noch so eine gute Idee? Also nach nur 9 Jahren hat sich das eigentlich erledigt und führt dann am Schluss in Duisburg zur Implosion, ja, und Toten, aber nur noch kommerziell. Hätte man da nicht irgendwo, also man hätte eigentlich rechtzeitig da eine Grenze ziehen müssen. Ich glaube, der Marc Ernestus hat das sehr klar immer abgegrenzt. Seine Musiksachen in seinem Hardwax-Laden hat er klar von kommerziellen Geschichten abgegrenzt. Und da geht es eben nicht ums Geld verdienen oder nicht Geld verdienen, sondern es geht darum, auch eine Haltung zu haben bis zur bestimmten Entwicklung. Ja, so ist es auch. Ne, wer will denn mit einem Bürgermeister, der fröhlich bei der Love Parade 1999 mit der Jungen Union tanzt, aber sich ein Abrichtender für den Gay Pride ein Grußwort schreiben soll und gefragt wird, für den Gay Pride was zu schreiben, hat er sich einen abgebrochen und dann irgendwie so 3-4 dürre Zeilen hingekriegt. Und merkt sich, mein Gott, ist das ein verklemmter Typ, dieser Diebken. Schrecklicher Mensch, ne? Weißt du, so, ja. So diese Kontraste finde ich dann interessant. So ein totaler verklemmter Typ, der sich beim Gay Pride, wo heute jeder Konservative versucht, auch noch die Leute auf seine Seite zu nehmen. Also, ne? Also so, wenn der. Also jetzt gibt es ja schon wieder die Gegenentwicklung, ne? Wenn man so Leute wie Merz mitkriegt und solche tolle, unangenehmen Leute. Das ist ja ganz schön. Ich dachte, das ist gerade Merz unsere Gegenentwicklung, glaube ich, sagt auch die Techno-Szene mittlerweile sehr politisiert ist. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommst. Nee, nicht so wirklich, aber ich weiß natürlich, dass es immer so ist, wenn kulturell was sich entwickelt, es wäre doof zu sagen, die sind kommerziell oder geworden, weil ich bin auch in gewisser Weise heute auch, habe auch einen Marktwert oder werde kommerziell auf eine Weise gehandelt. Also ich kriege Geld bezahlt für was ich mache und kriege Angebote und so weiter. Also man ist kein Außenseiter im System. Das ist eine Illusion. Nee, klar. Also du bist da irgendwie drin, mehr oder weniger. Die Frage ist nur, wie verhältst du dich zu den einzelnen Möglichkeiten? Ne? Machst du alles mit oder sagst du, nee, ist mir zu vulgär? Also ich finde es auch immer toll, ne? Leuten zu sagen, die bieten dann viel Geld an. Also Andreas Dora zum Beispiel, der kriegte ganz am Anfang 1980 als 17-Jähriger plötzlich ein Angebot, zehntausende Mark, wenn er mit bestimmten Leuten auf Tour geht. Der hat gesagt, nee, mache ich nicht. Das passt auch zu Andreas Dora. Deswegen kennt man ihn heute auch immer noch. Der ist kompromisslos. Ne? Also der hat einfach gesagt, nee, das war Musik, die hat mir nicht gefallen. Die war konstruiert von so Leuten. Die haben sich was ausgedacht. Das war eben von der Qualität nicht gut genug. Und das ist eigentlich, da bin ich mit ihm auch quasi einer Meinung. Ne? Man macht das, was man interessant und gut findet und arbeitet mit den. Ne, macht auch was für den Lebenserwerb. Ab und zu macht man auch sicher was, wo man jetzt nicht so begeistert sein muss, vielleicht gibt es auch, aber das ist ja bei allen Leuten so. So entwickelt sich halt irgendwie. Was soll ich mir jetzt noch sagen? Ist noch was auf der Liste? Ich glaube, das war es jetzt. Nö, eigentlich, guck mal nach. Aber viel zu viel geredet, du musst mal ein bisschen reden. Nein, du hast doch die Geschichten. Ach so, okay. War ja auch so geplant eigentlich. Ja, genau. Ne? Stimmt. Ja. Nee, wir haben ja eigentlich alles durch. Ne? So Kultur West-Berlin erscheint demnächst wieder neu. Oh. Ich finde es doof, dass es das nicht auf Englisch gibt oder Italienisch. Es gab Leute, die wollten es gerne, aber es soll sich mal ein Verlag melden, weil das sind wirklich... Das hier ja beispielsweise mittlerweile in allen möglichen Sprachen. Ja, aber das ist aber immer diese Verlage, die dann sofort auch gucken, wer so kommt, wer könnte das und so. Ich habe ja leider das Pech, dass ich habe ja auch keinen Agenten oder Agentin, weißt du, der jetzt mit meinen Sachen zu Verlagen geht im Ausland und sagt, machen Sie mal und so. Ich mag eigentlich auch immer, wenn das so natürlich läuft, weißt du, weil dadurch kannst du auch Leute entdecken, die sonst gar keine Chance hätten. Weißt du, wenn jemand plötzlich irgendwo ein Draht hat und der ist irgendwie gut im Verlag, im Englischen und sagt, das ist toll, das muss unbedingt kommen und so, dann hat er da auch dann so ein bisschen da
seinen Genuss dann. Wenn er das dann, ist er derjenige oder sie ist diejenige, die das gemacht hat. Ne? Und wenn du immer so Leute Manager und es geht nur um Geld, guck mal, Texte mal an, finde das auch langweilig, weil du erfährst gar nicht, wo du wirklich stehst. Dann so ein Manager würde dann jemand überreden, das Buch rauszubringen. Die würden womöglich dann, wenn es nicht so läuft, den Autor anrufen und sagen, ja, lief nicht so gut. Das finde ich irgendwie Beleidigung. Weißt du aber, dass er mit der Qualität deiner Sachen gar nichts zu tun hat. Das kann ja ganz schlecht laufen. Und also mein erster Comic lief ganz schlecht. Und dann sagte dann irgendwann einer, der Verleger und so, na, tut mir leid, also der Eckmann Fassbinder, Cousin von Rainer Werner, der sagte, es lief nicht so gut. Da habe ich gesagt, naja, das wusste ich doch. Ich hatte eine Carte Blanche. Und wenn ich die Comic zeichne und Carte Blanche habe, dann interessiert mich das doch gar nicht mehr, ob der gut ankommt. Also der ist zeitgleich zu Ralf Königs ersten Comic erschienen, mein Comic. Der ist ja irgendwie richtig reich geworden damit und der hat halt so ein Genre entwickelt. Die sind ja auch lustig, die Dinger, witzig und so. Bei mir war das so, ich habe eigentlich Dekonstruktion. Im Moment, wo jemand sagt, du kannst einen Comic machen, wir bringen den raus, habe ich die Freiheit auch benutzt entsprechend. Mhm. Und wusste, naja Gott, der wird dann halt mal in 30 Jahren rezensiert. Das ist übrigens wirklich so. Ja, der wurde 30 Jahre später, ist dann der Comic mal so als irgendwie so sehr avantgardistisch und formauflösend von einer Frau in einer Universität in so einer Wissenschaftszeitung beschrieben worden. Haben Sie noch nie von gehört, dass du auch einen Comic gemacht hast? Ja, ja, damit habe ich angefangen, 1979. Mein erstes Werk ist eigentlich ein Schwul-Comic, also beim Rosa Winkel Verlag. Ja, okay. Der Hans Hütt, den habe ich gestern auch getroffen, der war eigentlich mein großer Fürsprecher da. Das war mein Entdecker in der Gegend, der tolle Texte schreibt und kluge Sachen für Zeitung schreibt. Ne? Okay, jetzt haben wir noch eine Viertelstunde überzogen. Schneid ja ein bisschen was weg. Ach, ist alles oder? Gut. Willst du noch was sagen? Noch was Wichtiges? Nö, eigentlich nicht. Was gibt es hier noch zu sagen? Ja, vielleicht. Nö, eigentlich nicht. Nö, habe ich eigentlich schon mit dem Schreibfehler, habe ich auch schon gesagt. Ja. Also, das, was ich so albern finde, wenn Leute dann sagen, wer hat das erfunden? Also, die Begrifflichkeit geniale Dilettantismus, der taucht schon in den 20ern auf bei Leuten wie Karl Einstein. Wird in Beschreibung von Kurt Schwitters benutzt. Aber das wie eine Ideologie zu verpacken in Form eines Buches mit Register, Goethe zu zitieren, das bringt erst die ganze Sache in Schwung. Ja. Es ist nicht die Idee zu haben oder ein Konzert zu machen, sondern es ist so, ne, also es wird auch so dann das Wort Manifest fällt dann und so weiter. Und dann funktioniert das. Und da geht es auch nicht darum, wer hat es dann erfunden oder so. Also das Goethe-Institut hat bei der Ausstellung zum Beispiel falsch geschrieben, der absichtlich falsch geschriebene Wortdilettant. Stimmt nicht. Sondern der beim Machen dieses Buches entdeckte versehentliche Fehler, der dann plötzlich entdeckt wurde als versehentlicher Fehler, wurde bewusst vom Verleger Heidi Paris und Peter Gente, das waren die Merve-Verleger, bewusst in Zusammenarbeit mit dem Herausgeber entschieden, den Fehler aufs Cover zu bringen. Ich glaube nicht, dass man bei Suhrkamp Druckfehler aufs Cover bringen darf. Ich habe mal bei Suhrkamp auch, ich habe ja ein Buch da gemacht und da habe ich so einen kleinen Scherz mir erlaubt über das Odinshühnchen. Das ist ein Vogel, wo die Männchen brüten die Jungen aus und führen die Jungen alleine aus, wenn die Weibchen gar nichts tun. Weder Brutpflege noch Kinderbetreuung. Also wirklich so ein matriarchal alles Vögelchen. Odinshühnchen hat auch noch so einen männlichen Namen. Und da haben wir als Überschrift ist Odinshühnchen mit einem großen I. Das wurde ständig vom Lektorat als Fehler korrigiert, obwohl wir tausendmal SICK geschrieben haben. Das heißt, es ist auch sehr schwer, ein Fehler, der bewusst, also entweder gemacht ist, wie bei dem Odinshühnchen, oder ein unabsichtlicher Fehler, der bewusst aufs Cover eines Buches kommt, weil jeder Verlag hat ja Angst um sein Image. Es ist ja kein Druckfehler auf ein falsch geschriebenes Dilettantenwort mit zwei Fehlern, Doppel-L und ein T, vielleicht zwei Fehler in einem Wort. Das willst du doch nicht aufs Cover nehmen. Und bei bestimmten Wissenschaftskongressen haben sie wirklich mehr Wissenschaftler, sie haben gegoogelt und es nicht gefunden. Das fand ich auch toll. Da im Publikum saß ich und sagte, das ist ja Herr Müller, ja, wir haben das Buch gegoogelt und nicht gefunden, wegen der Fehlschreibung. Das heißt, oder
dass die Ausstellung jetzt vom Goethe-Institut wurde groß beworben in München mit großen Transparenten, wo geniale Dilettanten mit der Falschschreibung drauf stand. Da haben massenweise Lehrer angerufen, die total empört waren bei der Presseabteilung. Sie haben da einen Fehler entdeckt und so. Das heißt, es funktioniert immer noch. Und der Fehler ist genau der Punkt, wo etwas aus der Norm rausgerät, weil auch es stirbt immer die Norm aus. Erst der Fehler, also die Schuppe vom Dinosaurier, die sich sozusagen aufspaltet und plötzlich zur Feder wird, also die Missbildung, in Anführungsstrichen, das ist immer die Zukunft. Das war schon immer so. Also der Fehler, die Abweichung, da kommt das Neue her, nicht aus der Norm. Ja, das ist ein schönes Schlusswort. Ja, das ist doch gut. Ne? Ja. Also ein Plädoyer für den Schreibfehler, Druckfehler, Tippfehler, Versprecher. Genau. Ja. Vielen, vielen Dank. Gerne. Dann beenden wir den Livestream. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und diesen Livestream, den wird es auch jetzt als Aufzeichnung ab jetzt in einem YouTube-Kanal bei uns weiterhin zu sehen geben. Und mal gucken, ob wir das auch bald nochmal mit... Ein bisschen geschnitten? Ja, vielleicht. Mal gucken. Wir schauen mal. Okay. Und wir gucken mal, ob wir das Format vielleicht auch nochmal mit jemand anderem wiederholen demnächst. Das würde ich nämlich sehr gerne machen. Aber dazu später mehr. Vielen Dank und tschüss. Hm.